Hier waren wir schon mal. Reisen nach Sus. Nach Susstein. Da wurde von einem anderen Drachenblut geredet. Das sucht doch. Da will ich doch mehr von wissen. Und alles zu einem guten Preis. Das ist Windhelm, nicht so Stein. Ein bisschen in die Richtung. Was, wie? Was macht denn jetzt hier ein Drache? Darauf bin ich gar nicht vorbereitet. Verdammter Drache. Das kommt jetzt aber unerwartet. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Wo ist der Drache? Ich hab genug von euch. Na komm her, Drache. Doch, ich drehe das hier. Nein, blöd, wenn er jetzt über dem See im Game Over geht. Mitten auf dem Berg. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Und wer wird nicht die Oberhand gewinnen? Da ist jetzt abgehauen oder was? Ist der von den Gebirgen geflogen? Sag mal, so wird das aber nicht abgemacht. Komm her, Drache. Ich hatte dich fast. Oh, ein Pferd. Das gehört mir nicht. Wo ist eigentlich mein Pferd geblieben? Erster Drache. So war es nicht gemacht, das war jetzt hier. Jetzt hier abhaust. Ich hole mir den Drachen, wenn wir schon mal hier sind. Da kommst du her. Gefährlich nah. Na komm her. Komm zu Mami. Na, wo versteckst du dich? Gefährlich. Der Stufe. Lydia überlebt's. Na, durch. Ich hab mich gleich. Ja, da haben wir ihn. Wieder ein paar Drachen. Viel Gold. Pfeile.
die machen mir das Inventar schwer. Drachenseele. Schreie, sieht ziemlich aus, aber immer noch nicht. Es ist ein mächtiger Zauber. Wir benutzen den Zauber ja eigentlich kaum. Den schwinden. Der ist leer. Irgendwann sind überall in der Landschaft ein paar Drachensplitter. Noch liegen. Auch mal wieder ein Drachen besiegt. Und war mal wieder fällig. So in die Richtung müssen wir. Aber das ist bestimmt noch besser als zu versuchen, im Moro etwas anzubauen. Ein Bauer hier in diesen Landen. Die Grausammeerfamilie besteht seit Generationen aus Seeleuten. Ich bereue es, nicht in die Fußstapfen meiner Ahnen getreten zu sein. Schönes Leben noch. Okay. Wir müssen woanders hin. Ein bisschen Eisbahn gehen. Wenn ihr eine Überfahrt nach Solstheim sucht, dann habt ihr Pech. Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Es ist schwer zu erklären. Ich erinnere mich, wie diese Leute mit den Masken an Bord kamen. Und dann plötzlich war ich hier und sie waren weg. So einfach ganze Tage zu verlieren ist unheimlich. Da passieren schon eine Weile merkwürdige Dinge. Aber hiernach habe ich genug. Ich kehre nie wieder nach Solstheim zurück. Oh doch. Habt ihr mir nicht zugehört? Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Ich hab das Geld. Moment mal. Ich bin nur ein einfacher Seemann. Ich wollte nie in das hier reingezogen werden. Gut, ich bringe euch hin. Aber wir brechen sofort auf. Ah, ja. Wir müssen einschüchtern. Hat selten gewirkt, aber ausnahmsweise hat es mal funktioniert. Nun, da wären wir. Das ist Rabenfels. Kann nicht behaupten, es gerne wiederzusehen. Viel Glück. Vielleicht könnt ihr ja herausfinden, was hier los ist. Das ist mal eine schöne Nebenquest.
Er muss auf Redshirt Fremdling. Das klingt ja nicht sehr einladend. Okay. Ich würde mich gern mal. Direkt so. Ah, okay. Ich kenne euch nicht. Daher muss dies euer erster Besuch in Rabenfels sein, Fremdling. Erklärt eure Absichten. Mirak, ich glaube nicht. Vergesst nicht, dass Rabenfels eigenständiges Gebiet von Haus Redoran ist. Das hier ist Morrowind, nicht Himmelsrand. Für die Dauer eures Aufenthalts solltet ihr euch an unsere Gesetze halten. Irgendwelche Fragen? Das muss ich doch. Als zweiter Ratsherr ist die Sicherheit von Rabenfels mein vordringlichstes Anliegen. Das hier ist nicht gerade Schwarzlicht. Wir liegen hier an der Grenze und haben mehr als genug Ärger. Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben, weigere ich mich, Ratsherr Morwein im Stich zu lassen. Ratsherr Morwein ist der Vertreter des Hauses Redoran. Das sieht ganz jetzt aus, als ob Lydia mit als zweiter Ratsherr ist es hinter ihr steht, der zu unterstützen und sicherzustellen, dass seine Entscheidungen umgesetzt werden. Ursprünglich war Rabenfels eine kaiserliche Stadt, doch das Kaiserreich hat sie verlassen, als ein Volk hier eintraf. Sie ließen die Stadt in Trümmern hinter sich zurück. Doch als das Haus Redoran übernahm, bauten wir sie wieder auf und machten sie zu unserer eigenen. Und selbst wenn es schwer ist, diese Insel wohnlich zu machen, nennen wir sie voller Stolz Heimat. Ich weiß nicht, ob es klug war, jetzt schon hier hinzuweisen. Eure Unkenntnis unserer Heimat überrascht mich nicht. Das ist die Hauptstadt von Morrowind, seit Gramfeste von den Argoniern einkassiert wurde. Ich bin nur noch selten dort, aber hin und wieder kommen noch Versorgungsschiffe und Besucher dorthin. Ja, vor einer ganzen Weile. Sie haben eine blutige Schneise durch einen Großteil des Südens Morrowinds geschlagen. Niemand scheint sicher zu sein, warum es geschah. Vielleicht ein Expansionsversuch oder Rache für die Versklavung ihres Volkes oder beides. Was auch immer der Grund war. Tausende Dunmer verloren sinnlos ihr Leben und noch viele mehr wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Dürft den mal ihr aus Herdringe kennt? Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte schwören, dass ich den Namen kenne, aber ich kann ihn nicht einordnen. Ich glaube nicht. Ich bin nicht... Der Name hat etwas mit dem Erdstein zu tun, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher, was... Die Nordmaid ist seetüchtig und bereit zum Ablegen. Ich würde hier gerne mal Magiko. Brauchen wir wahrscheinlich zwei für. Warte mal noch. Wo sind wir hier? Rahmfels, okay. Ich weiß nicht, ob das so eine kluge Idee ist. Wir schon am Morgen zu kommen. Wetter aufgehalten. Bevor ihr fragt, ja, ich habe die Ware. Aber das machen wir jetzt einfach mal. Mir ist zwar nicht wohl, sehr wohl dabei, aber wir können ja nach dem Restrand wieder zurück. Das ist ja. Das ist mir sehr. Nach schon im fortgeschrittenen Level, was sieht. Wenn wir wirklich fehlen sollten, dann. Kehren wir halt nach Messern wieder zurück. Ist jetzt so mit dem Schiff schon ins nächste Land, das ist schon. Ja. Hier in seinem eigentlich eine schlechte Idee. Ja, das stimmt. Ihr scheint euch nicht im gleichen Zustand wie die anderen hier zu befinden. Sehr interessant. Stimmt hier nicht. Darf ich fragen, was genau ihr hier tut? Wir
Mira Ak. Klingt irgendwie vertraut, aber ich weiß nicht recht, woher. Oh, wartet, ich erinnere mich. Aber es ergibt nicht viel Sinn. Mira Ak ist schon seit tausenden Jahren. Wer labert da im Hintergrund? Ich bin mir nicht sicher, aber es ist faszinierend, oder? Vielleicht hat es etwas mit den Geschehnissen hier zu tun. Äußerst unerwartet. Ich fürchte, ich kann euch keine Antworten geben. Aber in der Mitte der Insel gibt es Ruinen eines uralten Tempels Mira Ak. An eurer Stelle würde ich dort suchen. Aha. Ganz eindeutig bauen sie etwas. Und doch scheinen sie nicht viele Worte darüber zu verlieren. Ich interessiere mich sehr dafür, was passiert, wenn sie fertig sind. Sicher nicht. Dadurch würde ich stören, was auch immer hier vorgeht. Dann könnte ich nicht mehr sehen, wie es ausgeht. Das ist der einzige Ort, an dem man die Schlickschreiter finden kann. Obwohl es mir gelungen ist, bei meiner Ankunft ein paar hier heimisch zu machen. Ah ja. Nun sind wir fertig. Hier durch die Nacht. So. Mitte der Insel. Suche den Tempel von Mira Ak auf. Oh, das ist ein weiter Weg. Schade, dass mein Pferd nicht mit habe. Wir laufen erst mal ohne Waffen hier durch. Wer weiß, was uns hier erwartet. Erstmal nicht als Angreifer den Überwort bekommen. Wir können ja mit allen reden wahrscheinlich. Die Mine? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Verdammt, Frau! Müssen die wieder raus. Heskios, bei eurem letzten Besuch in der Mine hättet ihr euch fast das Genick gebrochen. Ich will meine... Bitte entschuldigt Kreskios Gerede. Ich glaube schon, aber woher? Ich kann mich nicht entsinnen. Das ist schwierig. Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Scheint ihr das Land hier auf der Insel. Finsterhilfen das sein. Ist alles, woran ich mich erinnere. Vorsichtig da draußen. Okay, da kommt man nicht rein. Vielleicht können wir hier hoch. Sieht alles so bräunlich aus. Am Himmelsrand war alles eher so bläulich. Das ist interessant. Irgendwie ist ja alles auch Sand. Und das ist das Schnee. Das ist eher so als Kies. So Steinchen. Also irgendwie schon Sand. Nicht so golden. Was haben wir hier für grüne Steine? Ah, eine Spitzhacke.
Na, jetzt wissen wir, wofür wir die Spitzhacke brauchen. Ich brauche keine Spitzhacke. Dann pilgern wir mal zum Tempel. Es müsste doch so schon der hier sein. Ich hoffe, da erwartet uns kein böses, eine böse Überraschung, kein böses Erwachen. Was haben wir denn hier? Scheint auch ein aus Tempel zu sein. Nur ein Schrein. Kalkum jetzt entdeckt. Okay. Können wir schnell reisen, falls wir mal wieder hin wollen. Fragen, die sich mir stellt, sind hier Drachen unterwegs. Das könnte die Antwort auf meine Frage sein. Sieht ziemlich drachig aus. Kämpfe von Irak. Ich komme in Frieden. Und wenn die Welt erst sieht. Und wenn die Welt sich erinnert. Okay. Woran soll sie sich erinnern? Ich schreite mal zum Tempel hinauf. Hier in seinem Tempel, den sie vergessen haben. Hier schuften wir. Rosa, bitte. Wir müssen diesen Ort verlassen. Müssen diesen Ort verlassen, klingt nicht sehr gut. Ihr dort, was führt euch hierher? Warum seid ihr schöner Blick auf... Ich bin Freya von den Skaar. Ich bin hier, um mein Volk zu retten oder zu rächen. Ich bin mir nicht sicher. Etwas hat die Kontrolle über die meisten Bewohner von Solstheim übernommen. Es bringt sie dazu, sich selbst zu vergessen und an diesen schrecklichen Machenschaften zu arbeiten, die die Steine und das Land selbst korrumpieren. Okay. Mein Vater Storm, unser Schamane, sagt, dass Mirak nach Solstheim zurückgekehrt ist. Aber das ist doch unmöglich. Dann haben wir beide allen Grund zu sehen, was unter uns liegt. Lasst uns gehen. Ich kann hier nichts mehr tun. Ich kann den Baumstein und meine Freunde im Moment nicht retten. Wir müssen einen Weg in den Tempel dort unten finden. Oh Gott, ein Tempel. Seine Geschichte ist so alt wie Solstheim selbst. Vor ihrem Sturz diente er den Drachen, so wie die meisten. Ein Priester ihres Ordens. Aber anders als die meisten wandte er sich gegen sie. Er suchte sich seinen eigenen Weg und musste für seine Ist da jemand? Bitte was? Angriff. Ach das, die kennen wir doch. Und wir sind sehr schwach. Mira, steh mir! Wir sind sehr schlecht. Kann man gut verkaufen. Unsere. Okay. Ich habe eine Info bekommen.
weiß gar nicht mehr, was das hier war. Aha. Wir waren einst untätig. Das war ein heftiger Angriff. Im Ursprung mir was macht's. Und wenn das erst der erste war, möchte ich gar nicht wissen, was uns hier noch erwartet. Bringen wir ein bisschen Sachen zum Verkaufen. Ich nehme mal ein paar Sachen zum Verkaufen mit. Die Kultistenruhen könnten hilfreich werden. Könnten viel Geld bringen. Was? Ich darf mein Volk nicht enttäuschen. Ein paar von uns kann der Fluch nichts anhaben. Mein Vater Storm, der Schamane, beschützt sie im Dorf. Ich habe ein Amulett geschaffen, das mich vor dem beschützt, was von den Skal Besitz ergriffen hat. Ich habe jedoch nur dieses eine. Ich kann sie nicht retten. Unser Volk ist verloren. Halten wir Stand. Wir leben schon seit vielen Generationen auf Solstheim. Unser Volk ist mit dem Land selbst verbunden. Wir versuchen, dem Altschöpfer zu dienen, im Gleichgewicht mit der Natur zu leben, statt sie auszubeuten, wie andere es tun. Wir müssen herausfinden, was hier vor sich geht. Ja, aber das ist noch nicht in den Minen, also kommt's auch klar. Seid ihr jetzt bereit, mir zu helfen? Wir sollten nicht trödeln. Wir sollten die Räume nach Vorräten durchsuchen. Gut. Bevor wir weiter in den Tempel vordringen. Das sollten wir. Okay, was gibt's hier zu sehen? Ein Stück zurück. Hier gibt's nichts zu sehen. Glaube ich zumindest. Ein paar Edelsteine. Magieresistenz. Heilungstrank. Können wir mal ein bisschen looten. Lasst euch Zeit. Ich folge euch, wenn ihr fertig seid. Und bitte bleibt mal hier. Ich möchte in der Tür stehen. Gehtsbeutel. Gibt keine reichen Leute. Da wurden welche gegrillt. Verbrannte Leiche. Hier ist nichts. Das hört sich nicht gut an. Hier drüben. Ein Kultist. Vielleicht zwei davon. Okay. Der Stab. Schlägst zu viel. Muss nur wieder was fallen lassen. Die haben tolle Sachen bei sich. Smaragd, der ist was wert. Schade, können wir fallen lassen. Ja, Papierrolle weg damit. Makelloser Amethyst. Karte der Drachenkleber.
Drachenschuppen sind wieder zu viele. Ist doch skandalös. Wir machen mal ein paar Bücher los. Nichts. Das haben wir schon gelesen, aber ich würde es gern nicht noch behalten. Vielleicht komme ich irgendwann auf die Idee, die Bücher doch mal zu lesen. Ich habe irgendwelche Waffen aufgehoben, die ich nicht brauche. Ne, die durch können wir fallen lassen. Stab der Zombies. Beliebt einen schwachen Toten wieder. Lässt in 60 Sekunden lang für dich kämpfen. Das ist doch eine Sache. Das sollte man nicht wegschmeißen. Das sollte man aufheben. Ah ja. Wir mussten mal einen Screenshot machen. Wir müssen hier in diesen Ruinen aufpassen. Überall können Fallen sein und es sind sicher nicht wenige. Mirak hat versucht, hier die Macht zu ergreifen und sich gleichzeitig zu schützen. Gut. Halt den Silberring. Okay. Das war ein bisschen dumm. Seid ihr jetzt bereit, mir zu helfen? Wir sollten nicht trödeln. Wir sollten die Räume nach Vorräten durchsuchen, bevor wir in den Tempel vordringen. Es geht nicht mit. Ich trinke ja hoch. Haben wir sehr wertvolles Zeug bei sich. Hier war glaube ich nichts wirklich Sinnvolles. Ein bisschen Geld. Müssen wir gegen die Kultisten noch mal kämpfen. Na komm, ich bräuchte ein bisschen Unterstützung. Ich bin fast alle. Ich bin tot. Ja, ein Trank. Ich wurde gerade ins Inventar gegen einen Trank geholt. Ach, hier ist doch nichts. Rennen wir weiter durch. Ja, Trank mitnehmen, die Tränke mitnehmen. Vordringen. Wir schon gebrauchen könnten. Es geht, lass liegen. Jetzt gehört ihr mir. Ein bisschen Unterstützung wäre nett. Stärketrank ist nicht schlecht.
Ich will wieder einen Schrei ansetzen. Es tut mir leid, aber ihr habt mir keine Wahl gelassen.